die NFL ist zurück, und wie. Für das erste Highlight sorgten die Browns in einer völlig verrückten Partie gegen die Steelers, die in einem Unentschieden endete. Die Patriots marschieren derweil gegen die Texans und Rückkehrer des Deshaun Watson, die Saints verlieren einen irren Shootout zu Hause und die Jaguars gewinnen bei den Giants. Außerdem, Debakel für die Bills, Auswärtssieg für die Bengals. Cleveland Browns 0-0-1, Pittsburgh Steelers 0-0-1, Ergebnis 21:21 OT 0-0, 0-7, 7:14, 14-0, 0-0, Boxscore. Was für ein unfassbares Finish in Cleveland, und Browns-Fans müssen sich endgültig verflucht vorkommen. Der Reihe nach, die Browns waren die ganze Zeit im Spiel und in Schlagdistanz geblieben, auch maßgeblich mit Hilfe der Steelers-Turnover. Und dann kippte die Partie, Josh Gordon sorgte gegen Sutton für den Ausgleich, in Abwesenheit des angeschlagenen Joe Harden hatte Cleveland Sutton gezielt attackiert. 1,5 Minuten vor dem Ende bekamen die Browns den Ball zurück, marschierten Richtung Field Goal, und dann wollte Taylor das Big Play und warf den Pick zu Sutton. Overtime. Da wurde es noch viel verrückter, nach je einem Punt auf beiden Seiten hatten die Steelers die erste Chance auf den Sieg, der 42-Yard-Kick. Segelte aber daneben. Und als die Zeit langsam auslief, schien die Partie endgültig Richtung Browns zu kippen. Ein Strip-Sack brachte Cleveland den Ball zurück und die Chance auf den Last-Minute-Game-Winner, doch den blockten die Steelers. Und so stand am Ende ein Unentschieden, das erste an Week 1 seit über 50 Jahren. Das ganze Spiel überstanden sich die Steelers selbst im Weg. Le'Veon Bell war im Zuge seines Holdouts noch immer nicht dabei, während Roethlisberger 23-31/335 TD im Regen und Wind von Cleveland gleich 3 Interceptions warf, davon eine in Triple Coverage. 2 davon landeten bei Browns Rookie Denzel Ward. Er ist der erste Rookie mit 2 Picks in Week 1 seit Eugene Daniel 1984. Das Problem dabei, die Browns, trotz der starken Leistung der eigenen Defense, liefen zunächst einem Rückstand hinterher. Bell-Vertreter James Conner, 31 AT, 135 DS, 2 TD, 5 REC, 57 YDS, hatte Pittsburgh früh aus 4 Yards in Führung gebracht. 2 zentrale Probleme auf Seiten der Hausherren, Strafen sowie Probleme in der eigenen Offensive Line, Tyrod Taylor, STATSSSSS, stand immer wieder unter Druck, vor allem von der linken Seite, wo Desmond Harrison auf Left Tackle starten durfte. Doch die Fehler in Pittsburghs Offense hielten Cleveland im Spiel, und schließlich brach Taylor aus zum Ausgleich durch. Schließlich zog Pittsburgh dank Brown und Connor doch davon. Wer jetzt davon ausging, dass Pittsburgh damit den Deckel drauf gemacht hatte, der sah sich getäuscht. Clevelands Defense nämlich ließ nicht locker, zunächst fummelte Connor tief in der eigenen Hälfte, Carlos Hyde drückte den Ball Mitte des Schlussviertels über die Goal-Line, und als die Steelers den Ball zurückbekamen, holte ihn Myles Garrett via Forced Fumble zurück. Damit war der Weg bereit für das Comeback und den Sieg, auf den sie in Cleveland über ein Jahr lang gewartet haben, hätte nur das eine Field Goal gesessen. New Orleans Saints 0-1, Tampa Bay Buccaneers 1-0, Ergebnis 40:48, 10:14, 14:17, 0:10, 16:7, BOXSCORE. Man konnte vermuten, dass die Saints Defense nach der Leistungsexplosion im Vorjahr einige Schritte zurückmachen würde. Dieses Auftaktspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers ohne Starting Quarterback Jameis Winston aber hatte kaum jemand auf dem Schirm. New Orleans hatte von Anfang an Probleme in Coverage, insbesondere tief, und Winston-Vertreter Ryan Fitzpatrick spielte eine absolut spektakuläre Partie. Fitzpatrick 21:28, 417 YDS, 4 TD, eröffnete den wilden Shootout mit einem 58-Yard-Touchdown zu Jason Gexon, der aus dem Slot heraus für einen ersten großen Coverage-Fehler auf Seiten der Saints sorgte.
und es ging wild hin und her. Die Saints hatten ihrerseits mit einem spektakulären Drive eröffnet, in dem Alvin Kamara 8 ATT, 29 YDS, 2 TD, 9 REC, 112 YDS, TD omnipräsent war. Drew Brees 37, 45, 439 YDS, 3 TD antwortete mit einem 28-Yard-TD-Pass auf Ginn. Die Bucs Pass-Defense offenbarte hier altbekannte Schwächen. Doch war es die Saints Offense, der in dem Shootout mit 55 Punkten und 550 total Net Yards in der ersten Hälfte zuerst die Feuerkraft ausging. Zunächst konnte Tampa einen Fumble zum Touchdown zurücktragen, etwas später dann unterlief auch Mike Thomas, der kurz vor der Pause noch einen offenen Touchdown fangen konnte, ein Fumble. Fitzpatrick indes ließ mit Touchdowns zu Godwin sowie erneut über zu Mike Evans und nochmals zu Jackson nicht locker. Die Bucs zogen davon und auch späte Touchdowns der Saints änderten nichts mehr an der überraschenden und aus Saints Sicht massiv enttäuschenden Auftaktpleite zu Hause. New York Giants 0-1, Jacksonville Jaguars 1-0, Ergebnis 15:20, 3:3, 3:10, 3:0, 6:7, Boxscore. Letztlich lief es aus Sicht der Jaguars so, wie viele Jacks-Spiele dieses Jahr aussehen könnten. Die Defense ließ lange kaum etwas zu. Die Offense machte, auch nach dem verletzungsbedingten Aus von Leonard Fournette, 9 ATT, 41 YDS. Dabei hatte Bortles 18:33, 176 YDS, TD und, wie schon mehrfach in der Preseason, eine wilde Interception, es war sein 80. Turnover seit 2014, der Höchstwert über diesen Zeitraum. Gleichzeitig aber half Bortles als Runner wieder und die Defense sorgte für die erste beruhigende Führung des Nachmittags. Ein abgefälschter Pass von Eli Manning, 23:37, 224 YDS, und landete in den Armen von Miles Jack, der den Ball zum Touchdown zurücktrug. Erst danach gab es echte Lebenszeichen von der Giants Offense, die früh auch mit vielen Strafen zu kämpfen hatte. Es war der große Einstandsmoment von Saquon Barkley. Barkley 18 ATT, 106 YDS, TD brach schließlich durch die Line zum 68-Yard-Touchdown. War gewissermaßen eine perfekte Darstellung seines College-Tipps. Vorher hatte er bei 16 Versuchen nur erlaufen können, dann aber gelang ihm das Big Play. Das Spiel war jetzt wieder in Reichweite. Odell Beckham 11 REC, 111 YDS, fand zuverlässig und aus verschiedenen Positionen die Lücken in der Zone Coverage und die Giants bekamen den Ball mit etwas über 4 Minuten und 5 Punkte im Rückstand wieder, kamen aber nicht voran. Auch Jacksonville konnte den Deckel aber nicht drauf machen und musste 30 Sekunden vor Schluss punten. Dann stellten sich die G-Men selbst das finale Bein, Clay konnte den Punt nicht kontrollieren, Payne schnappte sich das Ei für die Jacks und beendete damit die Partie. Indianapolis Colts 0-1, Cincinnati Bengals 1-0, Ergebnis 23:24, 3:3, 13:7, 7:7, 0:17, Boxscore. High Drama in Indianapolis. Die Bühne war bereitet für Andrew Luck Heldentaten bei der Rückkehr auf die Regular-Season-Bühne. 4 Minuten vor dem Ende mit 4 Punkten im Rückstand bekamen die Colts den Ball zurück und bewegten sich auch zunächst gut das Feld runter. Bei einem langen Third-Down dann schien Luck ebenfalls die Conversion zu haben, doch Doyle ließ sich das Ei aus der Hand schlagen und Siebtrunden-Pick Fehidelem trug den Ball zum Touchdown zurück. Game over. Es war gewissermaßen der Rahmen dieser Partie, denn auch gleich zu Beginn hatte es auf beiden Seiten fiese Turnover gegeben. Andy Dalton, 21:28, 243 YDS, 2 TD, und warf gegen Pressure einen Ball ohne Power zur einfachen Interception, verhinderte selbst per Tackle aber zumindest den Pick minus 6. Das sollte sich lohnen, denn wenige Plays später warf Luck gegen Pressure den Pick zu Linebacker Preston Brown und Bengals Receiver A.J.
Green erhöhte wenig später nochmals mit einem Fumble. Und dennoch sahen beide Teams auch positive Signale ihrer Offenses. Luke 39:53, 319 YDS, 2 TD, Int, der ohne Marlon Mack im Backfield sowie ohne seinen Starting Left Tackle 53 Pässe warf, hatte Touchdown-Pässe zu Eric Ebron und T.Y. Hilton, Dalton zu John Ross, der damit die guten Eindrücke aus dem Sommer bestätigte. Außerdem gab es auch erste Anzeichen der erhofften Breakout-Saison von Joe Mixon, 17 att, 95 YDS, TD, 5 REC, 54 YDS, riss das Spiel vor allem in der zweiten Hälfte an sich, als die Bengals bei einem weiteren Green Fumble auch Glück hatten und Boyd den Ball sicherte. Baltimore Ravens 1-0, Buffalo Bills 0-1, Ergebnis 47:3, 14:0, 12:0, 14:3, 7:0, Boxscore zu viel hatte niemand von der Bills Offensive erwartet, zu groß die Defizite in der Line und im Receiving Corps, zu groß die Quarterback, Fragezeichen, zu abgezockt die starke Ravens Defense. Doch dieses Desaster hatten wohl auch größere Bills-Pessimisten nicht erwartet. Buffalos Offense bekam so überhaupt nichts zustande, nach den ersten beiden Drives stand minus ein Yard in den Büchern, nach dem ersten Viertel 0 Net Passing Yards und zur Halbzeitpause 25 Passing sowie 20 Rushing Yards und kein einziges First Down mit dem überforderten Nathan Peterman, 5:18, 24 YDS, 2 Int. Dann ließ das Special Team auch noch einen langen Punt Return zu, und so wurde es schnell ein komplett einseitiges Spiel. Die Ravens marschierten nach einer Weile nur so über das Feld, mitunter nach Belieben. Joe Flacco, 25:34, 236 YDS, 3 TD, verteilte den Ball sehr gut, sein neues Receiver-Trio bestehend aus John Brown, Michael Crabtree und Willie Smith konnte je einen Touchdown verzeichnen. Bereits mit dem 20:0 spät im zweiten Viertel schien das Spiel entschieden, spätestens zu Beginn im dritten Viertel war dann alles durch. Baltimore-Fans dürften von dem ersten Eindruck der eigenen Offense gegen eine eigentlich gute Bills-Defense mehr als angetan sein. Auf der anderen Seite war Buffalos Offense, für die die Aufgaben in den kommenden Wochen nicht einfacher werden, komplett verloren, und so zog Coach Sean McDermott spät im dritten Viertel die Reißleine und brachte Rookie Josh Allen, 6:15, 74 YDS, der in der Garbage Time immerhin einige positive Plays sammeln konnte. Seite 1 absolutes Chaos in Cleveland, Saints patzen, Bills desolat. Seite 2, Patriots schlagen Houston, Niners verlieren in Minnesota. Seite 3, Broncos oder Seahawks D. Rodgers trifft auf Mack. Werbung.